Guten Morgen auf dem Stand von Kammermobil. Tata! Und gerade habe ich mit einem Kollegen gesprochen, den ich seit Jahren kenne, eben aus noch meiner Verkaufszeit hier bei eurer Karmann. Ich habe ja einige Karmännchen auf die, oder Karmänner, sind ja ausgewachsen, auf die Straße geschickt. Und jetzt interessiert mich, ich habe mich seit Jahren eigentlich nicht mehr befasst damit, was sind so die Renner? Natürlich alle, ist ja klar. Aber unsere Kastenwägen oder die Kastenwägen von Kammermobil, die Davis, gibt Dexter, Davis, gibt den Duncan, den gucken wir uns auch mal an auf der Messe, aber jetzt bin ich in der Davis-Ecke, irgendwo muss man auch mal anfangen. Haben sie auch schön gestellt hier, man läuft direkt drauf zu in der Halle 1 und da haben wir den Davis 45, da 45, da steht es drauf und wir haben dann daneben nochmal den 6 Meter, 36 langen, hier heißt er 630. Alle, die es nicht wissen, solange man oder sobald man die Seitenbegrenzungsleuchten sieht auf den Kastenwegen, hier seht ihr sie nicht, ist das Fahrzeug über 6 Meter, dann ist es nämlich Vorschrift, dass er die hat. Und was wird sich getan haben in den Jahren? Ich glaube, den letzten habe ich verkauft 2017, 2018. Jetzt gucken wir mal rein in die 2023er Modelle. Was hat sich getan? Außendesign verändert sich natürlich immer ein bisschen, passt sich immer ein bisschen an. Rahmenfenster, ich kenne die auch noch mit aufgesetzten Fenstern. Eine Generation war da dabei. Und Davis 590 steht übrigens auch noch ums Eck. Und da haben wir dann natürlich auch noch die 6 Meter Version hier in der Davis Ecke. Aber wir gucken mal rein in den Davis 630 und in den 540er, vielleicht auch noch in den 6 Meter. Ich gucke dann immer ein bisschen mit der Zeit. Aufgebaut auf dem Fiat. Man muss mal ein bisschen gucken, wann sind die verfügbar, aber Trigano ist groß. Die kriegen auch immer wieder viel Ware, aber klärt das dann mit eurem Ansprechpartner bei Karmann Mobil ab. Da kann ich jetzt natürlich nichts sagen dazu, wer da Fragen hat. Dann immer direkt an den Hersteller oder an den Händler wenden oder auf der Messe vorbeikommen und dann sollte das langsam kommen. Sie haben wieder ein bisschen mehr Ruhe rein in die Liefersituation bei den Chassis. Wird zwar noch ein bisschen dauern, bis alles wieder normal ist, aber man kriegt die schon in absehbarer Zeit. Das ist natürlich jetzt sehr relativ. Preisvorteil haben wir drauf. Weiß, Schussfänger, Ducato 8. Aufgebaut auf dem Ducato 8. Jawohl, da sehen wir das Cockpit schon. Aber da guckt man noch nicht hin, sondern erst jetzt mal, bevor wir reingehen, auf das Preisschild inklusive der hier gezeigten Ausstattung. 68.540 Euro. Könnt ihr aber auch schön schauen auf der Homepage. Da gibt es auch einen Konfigurator. Also guckt ihr mal rein, stellt euch euer Fahrzeug zusammen. Skyroof dabei, Alufelgen dabei, Fahrgestell 35H Heavy. Die Kenner wissen es, das sind ab. Ja, Ende 21 die Heavy-Felgen. Da erkennt man immer das Heavy-Fahrzeug derzeit Generation eben 22, 23 bei Fiat. Schiebhüter kennen wir, Markise kennen wir, ist dabei. Dann führen wir natürlich zu den Hecktüren rein. Immer ganz interessant gemacht. Hier hat man aufgesetzte Fenster genommen, aber ich finde, Entschuldigung, für die Optik ist das natürlich schon dienlich. Muss ich ehrlich sagen, das wundert es für mich. Aber auch hier, Geschmäcker sind ja verschieden. Aber ich denke, hier findet man schon sein Fahrzeug. Das muss man heutzutage haben. Hat sich jetzt über die letzten Jahre etabliert. Die Leute wollen was einladen. Für die Hobbys, ob Paragliden oder Enduro fahren oder nur Fahrräder, in Anführungszeichen nur Fahrräder, ja, da kriegst du halt was rein. Du hast wirklich ein großzügiges Bett in diesem 636 langen Fahrzeug und kannst dann eben über die Elektrik, über den Taster hier, oben übrigens 250 Kilo Zuladung auf dem Bett, fährst du das rauf und runter, ist natürlich jetzt abgeschaltet, damit den ganzen Tag hier rumgespielt wird, in Anführungszeichen. Man kann es auch vorne noch freigeben. Seitlich sieht man die Matratzenteile liegen, das heißt also, die klappt man dann nur um. Wenn das Bett abgesenkt ist, dann hat man die volle Breite und volle Länge zur Verfügung. Aber ich kann es halt anpassen. Ich könnte auch da oben mal schlafen, ja, falls ich nachts noch die Fahrräder drin lassen will. Das geht schon, da muss man halt reinkabeln. Aber es würde möglich sein. Ansonsten liegt das Bett hier komplett wackelfrei in der Endstellung unten auf. Dann können wir natürlich auch schön zugreifen, beziehungsweise hier die Stauräume nutzen. Die Technik ist untergebracht. Oma Heizung sehe ich. Muss man mal gucken, ob das Gas- oder Dieselheizung ist. Aber wir haben hier Platz für
zwei 11 Kilo Gasflaschen, jawohl. Da kann man natürlich noch mit der Thoma Mono oder Duo Control nachhelfen. Automatische Gasregelung und auch während der Fahrt möglich. Das kennt ihr, das Thema. Und ich guck mal seitlich auf den Auspuff der Thoma Anlage. Und wer es nicht weiß, der Runde ist der für die Gasheizung. Da erkennen wir das immer gleich, bevor wir jetzt da zur Heizung kriechen. Und der eckige, den sehen wir später mal mit Sicherheit irgendwo, deutet dann auf eine Dieselheizung hin. Ob es den Wagen mit Dieselheizung gibt, entzieht sich meiner Kenntnis. Wie gesagt, dafür sind die Fachberater da. Ich mache ja hier die Teaser. Ich bin der Teaser-Man. So, da gucken wir rein. Der Wassertank nimmt in der Regel so um die 100 Liter Abwasser, Frischwasser. Hier ist nochmal alles geschützt mit einer großen Platte, wegen eben Enduro-Reihen und so weiter. Da will man sich den Boden nicht beschädigen. Oder andere Möglichkeiten kann ich halt einfach bedenkenlos drüber schieben. Riffelblech drin, Auffahrrampe drin für den Boliden für die Heckgarage und natürlich wichtig zur Punkte. Schottwand vorne zweiteilig mit einer kleinen Stufe eingebaut, dass man schön ins Bett hochsteigen kann. Und jetzt schauen wir uns das Ganze von innen an, bevor wir dann einen Blick in den 45 und auch in den 6 Meter schaffen. So, Beleuchtung ist noch nicht an, außer die Messebeleuchtung. Wir machen die aber mal an. Das könnte auch der Grund gewesen sein, warum ich das Hochbett noch nicht rauf und runter fahren konnte. Den Tisch in der Dinette kann ich auch hier anschlagen, sprich also doppelt nutzen. Und dann nochmal klappen, damit man mehr Beinfreiheit hat beim Fahren. Weil das ist halb 9 Uhr morgens, also kann man schon mal haspeln. Arbeitsflächenerweiterung. Dann haben wir nochmal einen kleinen Raum hier unten. Und jetzt suchen wir uns mal den Taster für die 12 Volt bzw. 230 Volt hier am Bedienpanel. Macht mal einmal an, jawohl, siehst du mal, zack, und schon geht volle Beleuchtung an. Bedienpanel, Thoma CP Plus Einheit für die Bedienung der Heizung und des Heißwassers. Und ist natürlich immer wichtig, dass man ein bisschen sieht, wie die Fahrzeuge illuminiert sind mit dem LED, das ja seit Jahren eigentlich Standard ist. Aber ist schön inszeniert, also kann man reingucken, sieht edel aus. Doch, jetzt piepst er auch, vielleicht habt ihr es gehört, das heißt kein Wasser drin, nicht duschen, will ich aber jetzt auch nicht. Und auf der Messe ist ja sowieso kein Wasser drin, von dem her alles gut. Aber das sind immer die Sachen, die begleiten einen durchs Camperleben, vor allem wenn man eben mal auch im Verkauf war. Der Ducato 8, den haben wir ja angesprochen, hier der Skyroof, davon kann man sich ein schönes Navi einbauen, Rückfahrkamera. Meine Meinung vom Ducato 8 ist wirklich gut, also wenn ihr das verfolgt habt, ich habe ja in der ersten fahren und testen dürfen, guckt euch die Videos an, sind überall zu finden. Das ist schon nochmal ein Quantensprung gewesen, was Ducato und Transporter fahren angeht. Der 2,2 Liter Motor bewährt sich, die Neugangautomatik noch in Verbindung, wer das möchte. Eine tolle Kombination, also jederzeit wieder, läuft ruhiger, sparsamer. Also das ist wirklich eine gelungene Variante geworden. Ich sitze hier in Ruhe und studiere mal und versuche mal so zurückzuerinnern, wie es vor 4-5 Jahren ausgesehen hat. Aber könnt ihr auch mal Videos aufrufen, die gibt es noch immer am Kanal, da könnt ihr gucken. Ich glaube, jede Menge Davi sind auch immer online. Dann seht ihr auch ganz genau, was hat sich getan vom Mobiliar mit den Farben. Das wird natürlich zeitgemäß angepasst. Aber dieses Creme abgestimmt mit dem Weiß und die Chrom-Applikationen ist doch eine hübsche Geschichte. Das Einzige, was mich halt immer stört, ist die Messebeleuchtung, weil man gibt sich so viel Mühe für Ambiente und dann haut man immer so riesen Strahler rein. Naja, hier ist ja auch, ich sage mal, Putzlicht dazu. Jetzt kommen wir schon immer mehr in den Ambiente-Modus. Ich sperre dann immer die Messebeleuchtung kurz aus, aber ist natürlich auch ein bisschen sicherheitstechnisch gut, damit die Leute hier nicht stolpern oder übereinander fallen. Hallo, guten Morgen. Die Kollegen marschieren alle durch zur Arbeit. Habt ihr euch schon gemütlich gemacht? Ja, ich zeige den Zuschauern gerade. Seht ihr mal, man kennt sich wirklich. Ist unfassbar. Also ich glaube, von 100, in Anführungszeichen, jetzt nochmal die Zahl 100 zu nennen, kennst du halt 98 Menschen. Das ist so toll. Es ist ja eine überschaubare Familie, wenn man sich seit Jahren hier bewegt, macht es einfach Spaß. Und vielen Dank dafür, dass man einfach akzeptiert wird mittlerweile. Es waren ja harte Jahre, am Anfang haben alle gesagt, was will der mit seiner Kamera? Und ich war ja wirklich einer der Ersten, da bin ich ganz stolz drauf, der gesagt hat, Mensch, in der Campingbranche können wir ein bisschen digitaler werden und ein bisschen mehr zeigen. Und mein Sinn und Zweck war ja auch immer, oder mein Hauptbeweggrund
das Ganze transparenter zu machen und die Messen festzuhalten für ständig abrufbar. Ja, nicht nur 10 Tage, 9 Tage wie hier in oder 8 Tage in Stuttgart, dass die Messen einfach verewigt werden, dass die Leute zu Hause von der Couch gucken können, eine Vorauswahl treffen und einfach mal hier so sich einen Überblick verschaffen können. Ja. Früher musstest du ja hunderte, tausende Kilometer, viele Tage aufwenden, um von Händler zu Händler, von Marke zu Marke zu fahren. Und das ist halt zu 70% hat sich das schwer verändert. Da sind wir auch ganz stolz. Und jetzt gibt es viele YouTuber, die diesen Gedanken weiter tragen. Und deswegen mega. Kompressorkühlschrank in Griffhöhe hier eigentlich obligatorisch untergebracht. Im Kastenwagen ist es natürlich ein bisschen enger. Da wird man sich ein bisschen ausweichen müssen, wenn man aneinander vorbei will. Aber das bringt die Sache mit sich. Dafür ist es ja auch ein Campervan-Kastenwagen. Wie gesagt, da bin ich auf Kriegsfuß mit dem Begriff immer schon. Und das Bad ist hübsch. Fenster ist wichtig. Kann ich auch mal den Brauseschlauch rausreichen. Da habe ich gleich noch die Außendusche. Das ist lang genug, dass man eben hier im Sommer durchkommt. Den Hund abwäscht oder seine Beine oder sich komplett duscht vor dem Auto. Ein Spiegel drin. Kein Klappbad, sondern auch ohne Duschvorhang mit einer guten Duschtrennwand. Die wird einfach vorgeklappt vor die Tür und dann hat man hier mit Sicherheit auch für größere Menschen genug Trittfläche, um schön unterzukommen. Also schön angepasst vom Kammermobil. Großen Schubladen, ich habe mal eine aufgemacht. Das ist ja in die Gegenwart gebracht, würde ich mal sagen. Also, dann los. Weiter geht's. Ich drehe mich nur um. Einmal am Eurostand vorbeigefilmt. Da war ich gerade drüben und habe die neuen Fahrzeuge mit dem Stern gefilmt, die jetzt vor der Messe noch fertig geworden sind. Und die könnt ihr natürlich hier anschauen. Bis nächste Woche Sonntag. Tada. Jetzt geht die Messe dann gleich los. Um 10 Uhr kommen die Besucher. Heute ist ja Messestart, obwohl ihr das Video wahrscheinlich erst am Sonntag seht. Ich muss ja hier ein bisschen schlichten und schachteln. Und hier nochmal der Davis 45. Natürlich hier kompakt, super wendig für die Großstadt, das Alltagsauto. Kommst du nochmal in die Parklücken rein. Da wird es ab 6,36 Meter natürlich meistens ein bisschen enger, aber dann kann man ein bisschen weiter wegparken. Gehen wir da auch mal kurz aufs Preisschild. 140 PS Fiat-Motor. Ohne Automatik, Überführung und so weiter und so weiter. Sind wir bei summa summarum 58,94. Das ist der Standard-Konfigurationspreis vom Davis Trendstyle DA45. Mal hinten rein, da haben wir natürlich jetzt klassische Kastenwagen-Heck-Querbetten. Könnt ihr auch wieder die Maße natürlich online anschauen. Ist immer nur ein Klick entfernt. Und in der Videobeschreibung ist die Adresse von Kammern drin. Auf die Homepage gehen und dann alle Daten genau schildern. Und wo fängt man an, wo hört man auf, ist immer mein Problem. Ich würde euch gerne alles erzählen, aber dann würde jedes Video 3 Stunden dauern. Und ihr würdet dann sagen, nee, der Tobi spinnt, noch mehr als sonst. Und da habe ich keinen Bock mehr, dann schalte ich aus. Also von dem her, könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben, aber der beste Weg ist für euch und der schnellste. Bei Google einfach den Begriff eingeben, dann kriegt ihr alle Infos. Dafür haben wir ja das Internet. Die Wege sind kurz und man benutzt es ja eh eigentlich schon überall so. Ja, ja. Eine Familie, da bist unverkennbar. Hier eben die aufgesetzten Fenster. Da seht ihr den Vergleich nochmal. Aufgesetztes Fenster, Rahmenfenster. Wirkt sich natürlich alles ein bisschen auf den Preis aus, ist ganz klar. Das ist eine Optiksache. Früher hat man immer gesagt, die sind lauter als die. Ich habe es x-mal gecheckt, aber konnte eigentlich nie wirklich einen spürbaren Unterschied feststellen. So, da ist auch noch kein Licht an, da machen wir nochmal Lichtchen. Gleich hier für die Kammernleute am Stand, dann brauchen sie den nicht mal einschalten. Hier elektrische Trittstufen, ist logisch. Supp. Da gehen wir wieder rum. Ja. Daneben blinkt die Webasto Dieselheizung, zumindest die Anzeige. Hier, wie gesagt, da sieht man es gleich, der Davis 45 mit der Webasto Dieselheizung ausgestattet, im Gegensatz zu dem Fahrzeug vorher, der Davis 630, der eben eine Truma Gasheizung an Bord hat. Drunter ist wieder ein Fiat. Multijet 3. Daran erkennt man auch den Ducato 8. Das ist die erste Generation. Die haben das Typenschild ein bisschen angepasst. Wird ja alles mal angepasst. Äußerlich hat er sich kaum verändert. Aber ich finde ihn nach wie vor harmonisch. Ich bin immer schon Ducato-Fan. Mich hat nie ein Ducato echt hängen lassen. Auch im Verkauf nicht. Klar, Kleinigkeiten hast du immer mal normal. Was Menschen gebaut haben, das ist halt auch mal eventuell mit einem kleinen Fehlerchen belastet. Da kann das Werk noch so groß sein. Aber
Das ist ja ein anderes Thema. So, dann haben wir den Blick hier durch mit der Lademöglichkeit unten. Da unten sind noch jede Menge Stauräume. Da gucken wir auch nochmal ins Bad. Das ist ja natürlich eher einfach gehalten. Klappwaschbecken, Toilette drunter und Duschvorhang-Alternative. Aber man kann auch mit denen klarkommen. Gibt es auch ein paar kleine Tricks, damit der Duschvorhang nicht am Körper festklebt. Dann funktioniert das alles. Schubladen sind ein bisschen kleiner. Und warum sind die Schubladen ein bisschen kleiner? Klar, weil er 45 ist und weil hier vorne der Kühlschrank untergebracht ist. Aber der Dometic, auch neueste Generation, mit Rechts-Links-Öffnung. Wenn ihr drin seid oder im Sommer draußen, könnt ihr hier schnell aufs Bier greifen. Oder das Mineralwasser. Oder und. Was auch immer. Milchschnitte, Joghurt, Quark. So, jetzt haben wir auch mit dem Quatsch. Aber das ist auch wirklich schön gemacht. Natürlich auch kein Sky-Roof drin jetzt in dem Fall. Auch bei dem Preis kostet natürlich auch immer Geld. Ja klar. Aber ein schöner Davis. Wie gesagt, alle in die Zeit gebracht bzw. eben ans Jahr angepasst und umgesetzt. Weiter noch, jetzt haben wir noch Zeit, 16 Minuten. Wir gucken uns den Davis Lifestyle 590 an. Soll wie gesagt ein Quickview sein. Auch da schalten wir gleich das Licht an. Wie gesagt, ich höre schon an der Lautstärke, dass immer mehr Menschen jetzt in die Hallen strömen, auch die Aussteller jetzt alle dann da sind. Und der hat auch nochmal hier ein Schlafhubdach oben drauf. Der hat den 120 PS Motor. Kann man natürlich updaten. Bestellt euch den, wie ihr wollt. 76090, so wie er da steht. Mit der Kombi D4 heißt Trumaheizung. Diesel mit 4 kW kriegt ihr die Kiste locker warm. Kein Problem. Fahrassistenzpaket. Fahrwerk 35H ist gleich Heavy. Expedition Grey nennt sich die Farbe. Kommt, die gucken wir uns nochmal an. Expedition Grey ist, finde ich, eine zeitlose Farbe. Ist auch noch relativ neu, aber oft ändert man die nur um Nuancen und passt dann den Begriff an, weil ich kenne die Gründe eigentlich nicht wirklich. Manche kann man sich vielleicht vorstellen, aber anderes Thema. Da haben wir nochmal hier, gibt es wieder ein All-Inklusive-Ausstattungskonzeptpaket. Lenkrad, Bedienelemente, Connect-Radio, 90 Liter Kühlschrank, ausgespiegelt, Außenbeleuchtung, lackierte Frontstoßstange, schwarze Kühlergrill, blab, blab, blab. Und rein geht's, Licht an. Ein letzter Blick in die 6 Meter Version hier bei Karmann. So, hier an. Du Licht, da ist er. Haha, Display hier. Zack, ich zeig's euch. Und tada. Das Praktische ist halt, wenn du das Display den 12-Volt-Schalter oder Lichtschalter drückst, dann kommen alle Lichter sofort in Gang, die vorher auch beim letzten Verlassen und Ausschalten des Fahrzeugs schon an waren. Also so wurde der zuletzt angeguckt, elektrische Stufe wieder. Jetzt meldet er sich wieder, dass er kein Wasser hat. Und wir haben ja vorhin den Preis schon gesehen, aber da können wir ja nochmal festhalten. Aufstelldach 7,98, ja. Das kostet natürlich schon Geld. Das ist ja nicht nur einfach eine GFK-Haube da oben drauf, sondern es muss schon mit den Scheren geht, dann den Hubstützen sage ich jetzt schon, mit den Federungselementen und so weiter. Ja, das ist, es wird ja nichts günstiger. Ne? Also knapp 8000 Euro muss man für ein Schlafhubdach schon hinlegen. Da müsst ihr immer ein bisschen gucken. 6 Meter mit Schlafhubdach sollte für 2-3 Personen vielleicht noch mit 3,5 Tonnen gehen, aber wahrscheinlich eher nicht, weil das wiegt ja auch oben schon ein bisschen was. Und von dem her habt ihr dann vielleicht jetzt hier noch 300 Kilo effektive Nutzlast am Schluss. Da heißt es rechnen. Was nimmt man immer mit? Wen nimmt man immer mit? Allein kommen wir dann hin, aber ich sag sowieso immer, früher habe ich ihm alles mit 3,5 Tonnen verkauft, lastet auf, dann habe ich keine Action. Klar gibt es noch Regularien, aber es ist ja kein Fluchtfahrzeug, es ist Urlaub angesagt. 6 Meter Heckquerschläfer haben wir gerade gesehen. Dann halten wir nochmal oben rauf ins Hubbett. Wieder schön beleuchtet. Skyroof vorne drin in dieser Version. Aber die Konfigurationsmöglichkeiten sind ja wirklich groß. Zweiteilige Matratze. Siehst du mal, das ist extra, das habe ich noch nicht gesehen. Normal liegt immer so eine dünne drin. Also die ist dann meistens halb so dick. Das ist dann eher so eine Isomatte, so eine bessere. Und die hat mal richtig vollwertige Matratzen oben drin. Das ist jetzt für mich auch eine Überraschung. Könnt ihr natürlich wieder rundum aufmachen. Und hier hängt dann nochmal quasi der Griff, der Strick, der Gurt, um das Ganze
runterzuziehen. Das hatte ich jetzt gesperrt, weil sonst würde auf der Messe jetzt jeder die ganze Zeit Dach auf und zu machen. Ist aus Sicherheitsgründen auch nicht erlaubt. Da muss man sich das schon anschauen. Aber dann zieht sich noch immer die Finger ein, weil er das noch nie gemacht hat. Also da verstehe ich schon, dass die Hersteller natürlich vorher gut gucken, dass man hier nichts. Morgen! Dass die Hersteller vorher sich so absichern, dass man hier nicht irgendwelche Verletzten haben. Das muss ja nicht sein. Das drückt ja auch mit gut Gewicht runter. Also, bei Kammern waren wir heute am ersten Tag und jetzt geht's los. Und viele Videos folgen. Wenn ihr Wünsche habt, unten in die Kommentare. Ich gucke rein. Wie gesagt, Kameramodus bin ich jetzt wieder auf Normal-HD, Weitwinkel gegangen. Den Kinomod machen wir dann für Details vielleicht mal irgendwie. Aber ich bin ja der One-Taker und nicht der Undertaker, der One-Taker. Also von dem her, ihr verzeiht mir sicher mal. Aber man muss ja sagen, ausprobieren. Aber es ist irgendwie ein witziger Effekt, dieser Kinoeffekt. Aber für meinen Job eignet er sich weniger. Für die Leute, die die Videos nicht auf einem Smartphone anschauen. Also Smart TV und Computer, da wird es dann leicht verzogen. Ich wünsche euch was. Gute Zeit. Startet gut in das neue Campingjahr. Wir machen das auch. Kommt nach Stuttgart oder guckt viele Videos. Wir bleiben dran. Servus!